So, Mario, hier bin ich dann. Ich dachte, ich zeig's mal auf. In real time. Wir sind jetzt, glaube ich, vier, fünf Minuten vor, dass es echt losgeht. Du siehst hier ganz einfach, der Mini-Rasso steht bei mir eingestellt auf 0,3. Die Initialanalyse kann ich dir gerne schicken. Ist auch sehr einfach. Eigentlich habe ich alle vollautomatische Ziele und Stops habe ich rausgenommen. Da steht nur ein Klick-Stop drin. Abgesehen davon, von die Einstiege sind noch immer operationell. Die sind noch immer eingegeben. Die funktionieren wie vorher. Nur das vollautomatische Money Management funktioniert nicht mehr, habe ich rausgenommen. Und das bedeutet, jedes Mal, dass hier eine Position getriggert wird, muss ich das semi-automatisch betreuen. Ja? Du siehst auch, hier runter steht hier mein Chart von 15 Minuten. Ja, natürlich, das Ganze geht nach oben. Ich muss sagen, heute habe ich es mal so eingestellt, dass ich in die beide Richtungen handeln kann. Ich habe natürlich einen leichten, ich würde mal sagen, ich würde am liebsten nach oben handeln, aber okay, du wirst auch sehen, dass die Bewegungen eigentlich so klein sind, wenn man das manuell betreut, dass es eigentlich nicht so schlimm ist wie bei den Aktien. Weil man muss auch selten das volle Kanalverlust mitnehmen. Das ist es eigentlich. Ja. Wir würden sehen, wie weit es hier ist. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich denke, wir haben noch 2,5 Minuten und dann geht es definitiv durch. Man kann es natürlich auch mit anderen Instrumente machen. Nasdaq mache ich nicht mehr so oft, weil ist oft sehr nervös. Der Russell ein bisschen weniger, wie der Dow auch. Das sind so Instrumente, womit ich denke, das funktioniert eigentlich ziemlich okay. Ja. Du siehst auch, ich habe hier sehr einfach diesen Exponential Moving Average nochmal drin. Von 20. Warum? Weil einmal, dass diese Strategie dann gelaufen ist, ja, dann lasse ich es weiterlaufen. Also, dann trete ich weiter damit. Es ist sehr einfach eigentlich. All diese Kanäle und so weiter, das sind eigentlich nur Hilfsmittel für meine Studenten. Ich persönlich, das reicht eigentlich als Bild hier, was ich hier sehe, das reicht eigentlich durchaus, um zu traden. Ja. Man könnte da, um es vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, da noch eine weitere Spanne hinzufügen und so weiter. Aber ist eigentlich nicht echt notwendig. Muss auch sagen, dass ich hier natürlich auf meiner anderen Seite steht hier natürlich mein Nasdaq und den kann ich dann auch noch handeln, wenn ich sehe, dass sich etwas tut. Da war eine sehr schöne Bewegung in 5 Minuten auf Mini Nasdaq. Das habe ich natürlich gesehen. Da liege ich ungefähr in die Hälfte. Das bedeutet, dass natürlich ich jetzt, das ist hier, dass du das siehst, siehst du, ich liege hier genau 7915, würde natürlich sehr gerne eine Bewegung nach oben mitnehmen. Okay, gut, wir sind, ich denke, bald soweit, noch 15 Sekunden. Ja, und das mal, wir sehen mal, was passiert. Ja. Nochmal wiederhole ich, der einzige Grund, warum ich diese Technik benutze in Futures, ist, um Verlusten kleiner zu machen. Wenn es gut läuft, dann läuft es gut. Dann haben wir alle keine Probleme. Aber es ist, wenn es schlecht läuft, dass man versuchen muss, um so wenig wie möglich zu verlieren. Da sind wir drin. Ich schiebe jetzt nach 4 Kerzen.
Du siehst, dass mein Risiko ist 110. Ja, das ist im Verhältnismäßig ist es nicht viel. Wenn ich hier, ich mache es ein bisschen größer für dich, ja, dann wirst du sehen. Da habe ich die Bestätigung, die läuft. Da stecke ich da hinten. Ich habe es mit zwei Lots gehandelt, da noch eine. Und jetzt bin ich aus dem Risiko hinaus. Ja, das war's. Und okay, wenn er jetzt läuft, dann läuft er. Dann ist es super, dann verdienen wir viel Geld. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt, sehr wichtig hier zu erwischen, zu verstehen, ja, einmal, dass ich aus dieses Risiko hinaus bin, gebe ich mehr Luft. Das bedeutet, eine Triade wäre schön, um nachzuschieben. Und wenn es, lass uns mal sagen, es wahnsinnig weit weglaufen würde, ohne dass ich eine Triade habe, dann benutze ich diese schwarze Linie hier, ja, und schiebe ich ungefähr ein, zwei Ticks meinen Stop darunter. Ich wiederhole nochmal, dass Superbewegungen, und das ist immer beim Trading so, ist einmal auf 4, einmal auf 5. Hier habe ich jetzt eine Triade bekommen. Jetzt schiebe ich unter die Triade, da ein Tick runter, stehe da und lass es gehen. Ja, noch immer ganz. Du siehst, ja, er geht ein bisschen schneller. Gut, kann ich sagen, so viel Risiko will ich nicht drin. Gehe ich unter die EMA 20. Siehst du das? Da liege ich da ungefähr. Das kann ich natürlich, das geht auch so schnell. Das geht, da liege ich jetzt. Ja, und ich warte. Ja, und noch etwas, das passieren kann, und das ist natürlich am Anfang schon ein bisschen, das kann einen schon mal ein bisschen ärgern. Das ist, dass er zurückkommt, uns rausholt, auch am Break-Even, aber dann dreht und trotzdem weitergeht und das Alarm nicht getriggert wird. Dann musst du hier das Auto-Order umschalten auf Semi-Automatik und dann kannst du weiter treten. Ja, das ist natürlich so etwas, wenn du hier zum Beispiel, denke ich nie, wie es jetzt aussieht, dass es noch nach unten abstürzt. Da habe ich wieder eine Triade. Ich denke, ich muss da nichts machen. Diesen Stop steht noch immer gut. Und jetzt ist es Make or Break. Oder wir gewinnen 220 oder wie ich weiß nicht, wie weit er laufen kann. Verstehst du? Hier, was sehr wichtig ist, wenn du das in Demo machst, ist, dass du entdecken wirst, hier bin ich raus, ja, gut, jetzt warte ich, ja. Wenn er jetzt dreht, bin ich noch nicht so weit, um semi-automatisch zu handeln. Das ist noch zu früh, das mache ich nicht. Ach, Mama, was ist das hier? Moment, so. Du siehst hier, ja, ersten Schub nach oben, gut, wir warten. Es kann natürlich durchaus sein, dass er jetzt wieder in das Kanal kommt, wieder aus das Kanal geht und dann habe ich nochmal ein Signal, da steige ich nochmal ein. Ja, das kann. Ja. Du siehst natürlich die Kerze, ja, das ist eine ziemlich starke Kerze nach oben, korrigiert ganz zurück jetzt wie die in die Eröffnungsrange. Und wenn er jetzt wieder rausgeht, ja, da bin ich wieder drin. Ja. Und jetzt natürlich muss ich betreuen. Und direkt hier stehe ich da hinten. Ja. Risiko verkleinern. Oder er geht oder nicht. Er geht nicht. Bin raus jetzt. Ja. Gut, wir warten. Ich habe es auf dreimal eingestellt dieses Mal. Ja. Dreimal. Normal stelle ich es ein auf dreimal in eine Richtung. Das ist, was ich, natürlich bist du nicht verpflichtet, das zu tun, aber ich habe damit ziemlich gute Erfahrungen. Hier habe ich das Alarm nicht mehr bekommen, leider. Er ist nicht weit genug gegangen. Steht ein auf drei Mal, aber ich habe ihn nicht bekommen. Ja? Das bedeutet, hier natürlich kann ich sagen, okay, er geht weiter nach oben. Ich kann Trade Guard oder Order einstellen und dann kann ich normal traden. Ja? Kann warten auf eine Triade
oder auf eine Triade auf die EMA20 und ich kann weiter traden. Jetzt bin ich normal am Traden. Was ich auch, andere Möglichkeit, lass uns mal sagen, der Markt dreht sich total und du denkst, eieiei, jetzt geht es trotzdem weiter nach unten, kannst du noch immer zurück nach Auto-Order und für eine Position Short. Ich muss dir sagen, dass ich das sehr, sehr, sehr selten tue. Ja. Aber hier habe ich wieder getradet. Bin wieder, mein Risiko ist sehr klein. Ja. Und hier, Moment, wo ist meine Maus? Ist immer schwieriger. Da bin ich wieder aus dem Risiko hinaus. Jetzt nichts mehr. Warten. Jetzt lass uns hoffen, er läuft. Ja. Du siehst auch auf die 15 Minuten, das sieht super aus. Lass uns ihm die Chance geben. Wenn er nicht geht, geht er nicht. Aber wenn er geht, ja, gehen wir mit. Und ich warte. Ich stehe da genau, break even. Er macht eine Triade da, vielleicht geht er weiter. Wenn nicht, dann verliere ich nicht. Ja. Es ist so, und ich kann es nicht genug wiederholen, dass es sehr oft so ist, dass man kleine Gewinne und kleine Verluste holt im Trading. Und dass diese Superbewegungen, auch wenn sie da sind, dass man die nicht immer hat. Man hat die nicht immer. Das ist total nicht die Realität. Und aber manchmal, weil hier auch, du denkst vielleicht, das ist schön und gut gelaufen hier. Aber eigentlich ist das nicht so, weil für die Spanne, die ich hier eingestellt habe, wenn du mal nachrechnest, was der Russell so bewegt in die erste Stunde, dann ist die Bewegung, die wir hier sehen, absolut nicht spektakulär. Absolut nicht. Die ist, ich würde sagen, normal. Aber um zu sagen, das ist jetzt was für einen super schönen Tag haben wir jetzt, muss ich wirklich sagen, das ist nicht so. Ja. Und ich warte. Ja. Weil ich sehe natürlich hier oben, siehst du, das Ziel hier oben, wie das hier eigentlich eingestellt ist, kann er locker dahin. Ja, das ist eine Berechnung, da können wir später mal darüber sprechen. Aber das ist eigentlich, hier kann er, da habe ich wieder eine Triade jetzt. Hab, gehe da hinten, so, stehe jetzt unter die Triade. Wir warten. Ja, schlimmsten Fall 150, wir werden sehen. Ja. Das Schöne, was mir eigentlich an die ganze Sache ziemlich gut gefällt, ist, dass es ziemlich aktiv ist. Und dass es dann auch ziemlich schnell gelaufen ist. Das Einzige ist, wo du mit rechnen musst, ist, wenn er dann mal, ja, es kann auch so manchmal sein, dass du da ein- oder zweimal rein und raus bist und dass es dann vorbei ist. Okay, dann ist eigentlich der Trick hier oder das Management, wie das hier läuft, nur so, um so wenig wie möglich zu verlieren. Aber wenn das hier läuft, normal vernünftig, dann auch einmal auf 4, einmal auf 5, hast du das Mehrfache von was du normal verlieren würdest. Auch zweimal oder dreimal hintereinander. Und darum, das ist das Geschäftsmodell. Ja, das ist das Geschäftsmodell und die ganze Sache. Hier, das Ding läuft absolut nicht, ich würde mal sagen, außergewöhnlich stark. Ja? Wirklich nicht. Ja? Manchmal geht es viel, viel, viel stärker. So, ich stehe wieder hier runter meiner Triade, da, so, und wir warten. Es läuft jetzt. Wir werden sehen, bis wo es laufen kann. Wir können hier mal gucken, hier runter. Ja, hier sind wir natürlich in Uncharted Territory für eine Zeit. Hier siehst du, da hat er auch rausgenommen. Hier ist eine ziemlich starke Widerstand, das bedeutet, das wird auch nicht weitergehen. Ich kann auch hier unten die schwarze Linie mal schieben. Wir haben 220 gesichert, hatten schon 80. Wir werden sehen. Ja, ganz langsam. Wir sehen uns das an. So,
sehen, wie weit es ist. Ja, 60 so ungefähr, ja, wäre auch mein, ich denke, viel, viel weiter über 60, was ich hier sehen kann, würde ich eigentlich nicht erwarten, aber man weiß nie. Ja. Und darum stehe ich unter die schwarze Linie jetzt und ich warte. Ja. Natürlich kannst du auch nur ein Lot rausnehmen schon, kannst du auch machen, da mein eigenes System. Ja. Aber ich muss sagen, einmal, dass das Ding läuft, dann, ja, es läuft jetzt weiter. Ich schiebe es jetzt hinter die schwarze Linie wieder. Jetzt ist schon 260 oder 280 gesichert. Wir würden sehen. Ja. Da nichts, geht nicht. Vielleicht nochmal eine Triade. Wir sitzen da an die 160. Na, das wird schwierig, fürchte ich. Die 160, das wird nicht einfach. Aber okay, man weiß nie. Ja. Ich habe jetzt ungefähr 16 Minuten aufgezeichnet. Ich werde dieses, ich schicke dir das über WeTransfer. Dann siehst du mal, wie das gemacht ist. Wir können dann auch andere Tage uns ansehen, mal sehen, wie das läuft. Ich würde es dann nochmal vormachen, wenn du willst. Aber hier hast du dann schon mal eine Ahnung, wie das funktioniert. Ich wollte es auch mal live machen für dich. Dann siehst du das mal. Und ich denke noch immer, so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und ja, da stecke ich ab, wieder da hinten. So, bin fast raus. Er hat Schwierigkeiten mit die 60er. Wenn er natürlich durch das 60-Niveau, wenn er da durchgeht, dann natürlich könnte es noch eine sehr schöne Reise werden. Wir werden sehen. Wir geben ihm die Chance. Wir riskieren jetzt $100. Liegen wir jetzt auf dem Tisch, um uns diese Chance zu geben. Ja? Und wir werden sehen. Ich warte. Sieht nicht so toll aus, aber hey, you never know. Und raus. Und das war's. Okay, Mario. Bis später. Ciao, ciao.